Herr Stadler, vor zwei Wochen gab es ja bei Ihrem Heimspiel gegen Ravensburg einen Spielabbruch, weil anscheinend Nüsse gegen den Schiedsrichter geflogen sind. Ja, was ist danach passiert in dieser Sache und wie ist der jetzige Stand der Dinge? Können Sie uns aufklären? Ja gut, die Vereine und der Schiedsrichter haben eine Stellungnahme abgegeben. Das Sportgericht hat die bekommen. Jetzt sind diese Fristen nochmal in der Woche verlängert worden. Ich denke, dann wird das Sportgericht, weil das eine Landesentscheidung wird, das Sportgericht dann sich Ende nächster Woche zusammensetzen. Und dann denke ich mir, dass Ende nächster Woche vielleicht das Urteil dann kommt. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Was für ein Urteil erwarten Sie oder halten Sie für wahrscheinlich? Ich denke, wenn man realistisch denkt, erwarte ich, dass die drei Punkte für uns sind. Und ja, von dem gehe ich jetzt momentan, der Stand gehe ich davor aus. Es gibt auch Gerüchte, dass es ein Wiederholungsspiel geben kann. Wie stehen Sie zu dieser Möglichkeit? Ich denke, nach der Sache, wie es war und wie jetzt alles geschildert worden ist, gibt es eigentlich, glaube ich, keine Chance, dass es ein Wiederholungsspiel gibt. Aber ich kann jetzt nicht vorgreifen, wie das Sportgericht urteilt und da müssen wir jetzt abwarten. Aber meine Meinung ist wahrscheinlich, dass der drei Punkte nach Spielberg kommen. Was den FV Ravensburg angeht, wie beurteilen Sie sein Verhalten nach diesem Vorfall? Ich denke, der FV Ravensburg kann ja für die Sache überhaupt nichts dazu. Die Verantwortlichen sind ja da, haben sich auch distanziert von dieser Sache. Und ich denke, für den FV Ravensburg tut es mir auch leid, weil die Mannschaft hat hier sportlich gewonnen. Aber ja, es war halt so, dass es die Zuschauer, die Fans vom FV Ravensburg waren, die den Spielabbruch gemacht haben. Und es ist natürlich schade für so eine Mannschaft, dass sie um den Lohn gebracht worden sind. Herr Stadler, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und ja, wie immer viel Erfolg. Danke.